Vision are killers. Hi Leute, das Sano hier. Ich hatte ja vor einer gewissen Zeit ein Bild gebaut um die Vindicator. Die Vindicator ist das neue exotische Gewehr, was mitgekommen ist in der Season 3. Und die bekommt ihr, wie gesagt, wenn ihr sie haben möchtet, kriegt ihr sie im Descent, im Abstiegsmodus. Könnt ihr für 350 Credits kaufen. Jede Woche wechselt auch das Talent, je nachdem, wenn ihr ein ganz bestimmtes haben wollt, ohne so großartig umwürfeln zu müssen. Wobei das halt schwierig ist, da sie halt einfach an den Descent-Modus gebunden ist. Ne? Das geht überhaupt nicht. Wenn ihr das Ding wollt, die ist sehr speziell zu spielen und man muss speziell drum bauen, aber wenn man so ein bisschen was gebastelt hat, dann geht sie richtig gut auf. Wie gesagt, ich hatte ein Bild gebaut und hatte in dem Video was gesagt, für alle, die sich es nochmal anschauen wollen. Ich hatte ein bisschen was gesagt, dass ja, die Waffe mit einem ganz bestimmten Talent nicht funktioniert, in dem Fall Fokus, und wenn sie das tut, das Bild mit der Waffe und dem entsprechenden Talent richtig gut aufgeht. So, in dem Fall zeige ich euch, wir gehen das Ganze mal schnell durch und am Ende zeige ich euch ein bisschen Gameplay, wenn ihr das sehen wollt. Ansonsten habt ihr halt hier den Aufbau des Builds. Wir haben vier Teile Dilemma, wie auch in dem anderen schon. Und die sind ganz klar. Ne? Dilemma gibt uns 15% Chance auf Crit und bei drei Teilen 20% Schaden durch, was das Ganze sehr, sehr offensiv macht, das Set. Der Vierer-Bonus ist, ne, wenn ihr mehrere Gegner markiert und dann auf einen Gegner schießt, dann bekommen alle Gegner, die markiert sind, Schaden ab. In dem Fall, dadurch, dass wir den Rucksack tragen, bekommen sie 100% des ausgeteilten Schadens. So, ihr seht, dass ich hier wirklich geguckt habe, dass die Crit-Werte stimmen. Hier das komplett rot. Natürlich Rucksack auch komplett rot. Die Handschuhe komplett rot, aber hier geht halt noch ein bisschen mehr, müsste ich mal optimieren. Und der Holster auch komplett rot. Dazu gesellen sich die Gebet des Fuchses Knieschoner, die sich extrem gut anbieten durch den Schaden gegen ungedeckte Ziele, der richtig stark ist. Und wir bekommen 10% Gewehrschaden für einen Teil, was wir tragen, passt in dem Fall super rein. Und dann kommen wir zum Schmuckstück. Ihr müsst nicht das tadellose Vorbild spielen, solltet ihr sie nicht haben. Das ist die benannte Araldi Holdings Brust. Die hat das Talent Perfekter Fokus. Das ist mit eins der stärksten Damage-Talente im ganzen Spiel, wenn man es ausnutzen kann. Und sehr, sehr geil. Man braucht dafür halt einen Zoom, welcher mindestens ein 8-fach drauf hat. In dem Fall war es so, dass die Vindicator den 8-fach Zoom hatte, das Talent aber nicht funktioniert hat. Jetzt ist es aber der Fall. Wie gesagt, das Ding hat Scharfschützengewehrschaden, das interessiert uns nicht. Wir wollen das nur wegen dem Talent. Könnt natürlich hier auch schauen, dass ihr irgendeine andere Brust nehmt. Mit dem normalen Fokustalent, was auch super ist. Und dann kommt ihr definitiv auf einen grünen Zweig. Ich hätte mir hier gerne noch gewünscht, jetzt meinen Kopfschuss-Schaden ist okay, jetzt mitzunehmen. Ne? Aber Schaden durch kritische Treffer wäre mir persönlich da ein Tick lieber gewesen. Dadurch, dass die Vindicator einfach mehrere Ziele vorgibt, also bestimmtes Körperteil vorgibt und dementsprechend man dort deutlich mehr Damage macht. Ich habe für euch auch, das kommt die nächsten Tage, ein Bild für die Vindicator, was aus der Vindicator die Windy Laser macht. Richtig geil. Das macht ultra Bock, das Bild. Das haue ich aber die Tage raus. Das hier, wie gesagt, vier Teile Dilemma, Araldi Holdings, Brust, tadellose Vorbild und Gebet des Fuchses Knieschoner. Dazu das Geschütz und einfach der Köder, um die Gegner ein bisschen abzulenken. Die Werte zeige ich euch hier schnell. Wir sind bei 53,7 Chance auf Crit. Dadurch, dass das eine Teil nicht optimiert ist, würde man dann noch ein bisschen höher kommen. Reicht aber vollkommen aus. 127 Schaden durch. Und den Rest übernimmt die Vindicator und Dilemma. Ne? Dadurch, dass wir mehrere Ziele gleichzeitig angreifen können. So, hier gehen wir nochmal schnell über die Werte. Und dann lasse ich euch, wenn ihr Bock habt, mit dem Gameplay alleine, könnt ihr euch gerne anschauen. Ich sage, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Probiert die Variante so auf jeden Fall mal aus. Ne? Ihr seht es hier, wenn wir durchgucken, füllt sich unten Fokus auf endlich. Und ja, wünsche euch viel Spaß dabei, weil so macht es richtig Bock.
behind us. Detecting additional hostile contacts. Hostile broadcast picked up. Hostile broadcast detected. Vital signs critical. Agent out of action. Don't let them hurt you. Count on me. I got your back. Civilians in danger. Is everyone all right? Supply room access unlocked. Hostile broadcast picked up.